Anybuy.com präsentiert jeden Donnerstag um 19 Uhr Music Deal mit Mola Adebisi und seinen Gästen. Live auf www.manybuy.com. Music Deal mittendrin statt nur dabei. Manybuy. Wow! Come on now! Buddy go! Come on, move on to the champion. Next one, Sam, you're strong like a gun. Buddy girl, come to move on. We so, don't know the lyrics. Ich war voll raus, Mann. Egal, ich war raus, Marcella direkt hier sitzt. Hey. Zum ersten Mal, Premiere. Schwester, Premiere. Hey, everybody, hey, direkt everybody. Von vorne, direkt dabei. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin echt wegen dir gekommen, weil ich einfach deine Sendung cool finde. Weil die so locker ist. Wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre auch mal wegen dir gekommen, das wäre ein bisschen komisch. Guck mal, wie die machen. Ich bin kein Mensch. Ich kann sowas nicht deine sagen. Deine Sendung ist cool. Du bist ich bin Schwester. Wegen dir. Das war wirklich super wieder von dir, aber... Schwester, ich kann es aber, du bist ja Schwester. Ja, genau. Aber wir haben gerade ein iPhone synchronisiert. Was waren das für Bilder? Das war... Auf Belfi-Geschichte so. Was machst du für mit diese Fotos? Ey, ganz ehrlich, Das sind Marokkaner. Ich bin ja eher dagegen. Wenn gegen Mädels, Marokkaner? Nein, nicht gegen Marokkaner, ich bin selber Marokkanerin, I'm just saying. Wenn Mädels Fotos machen, wo die Hauptrolle nicht das Gesicht ist, ne? Und dann weiter verschicken an Typen, die sie gerade kennengelernt haben. Das machst du nicht. Nein, dafür I'm just postest saying. Du jeden Tag auf Instagram. Was ist das? Warum immer der gleiche Aufzug? Mal so. Ja, weil es der Aufzug ist, weil dieser Aufzug einfach sehr berühmt ist, da du mir folgst. Müsstest du das wissen. Ihr müsst ihr auch folgen? Ja, ich muss dir übrigens auch folgen. Du bist auch auf Instagram, gell? Ich bin aber hab nur so 5 Folger. Zeig mal, wie heißt du auf Instagram? Mola1502. Warum? Weil ich am 15.02. geboren bin. Mein Name, warum nehmt ihr alle meinen Namen weg? Aber überall. Ich hab 13.02. Guck mal, du. Du bist mein Bruder. Bester, aber womit hab ich das heute wirklich verdient? Folgen auf Instagram. Ach übrigens, womit alle meine User, ihr müsst alle online kommen. Guck mal. Du musst das jetzt posten. Du darfst jetzt mal Flugmodus ausschalten. Ehrlich, darf ich das? Sag jetzt alles 7421. Okay, warte. Ich muss posten. So, du postest, dass du im geilsten Studio der Welt bist. So, buchstabieren. Zack. Ich. Warte mal ganz kurz. Wie lange brauchst du, um eine Nachricht zu schreiben? Nee, jetzt warte mal ganz kurz. Ich muss doch erstmal Instagram reingehen. So, ich erkläre kurze Zeit, was wir hier machen. Also, wir sind ja hier bei Manybuy, Musiksendung. Die heißt Music. Heute ist Senna bei uns. Genau. Kannst du mir das Foto schicken, was du gemacht hast? Ja, Schatz, mach ich. Okay, super, weil meine Kamera geht. Ich muss da Foto schicken, aber. Smartphone Generation. Hast du ein neues Handy? Ja, aber ich habe auf Trick. Von Manybuy habe ich ein neues Handy. Ja. Geschenkt bekommen. Mhm, voll nett. Die sind voll cool, weil du kriegst da auch voll günstige Sachen. Also echt? Diese Marken. Ich habe letztes Mal ich habe eine Markenuhr dort von Michael Kors, habe ich für die Hälfte des Preises dort drin bekommen. Du bist Beste. Ja, heute haben wir einen geilen Super Deal, kann ich auch dazu sagen. Hat mir das gerade noch mit auf den Weg gegeben. Und zwar haben wir eine richtig geile Dieseluhr, die kostet Master Chief oder Master Yacht oder wie heißt die? Master Chief. Master Chief. Kann die Regie mal ausschalten, da kann man das sehen. Nein, du musst mir das Foto schicken. Ja, Foto. Weil ich finde, da find ich geht doch gut, warte. Warte, es muss erstmal Handy ums Angehen. So. Also, wie heißt Master Chief kostet anstatt 279 Euro heute unter für 154,96 Euro. Richtig geile Uhr. Hammer, Wahnsinn. Wer dich kauft, ist allergrößter Blumensohn. Senna, guck mal selber, sag selber, die Uhr ist doch krass. Die sieht schon heiß aus. Die sieht krass aus, ne? Ey, auch, ich würde sie auch als Frau tragen, weil sie sieht gut aus. Ja, weil du einfach krass bist. Ja, das sagen voll viele. Voll krasse Frau, voll krasse Uhr. Ehrlich? Oh, wie süß du bist. Warte, ich muss jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ich poste das. Guck mal, ich poste. Ja, du postest. Hast du gepostet? Guck mal, im besten. Oh, Lord have mercy, I'm in English-Modus. Im besten Studio. Im besten? So auf. Im besten. Also im besten, okay. Im besten, Mann, was hast du denn für Deutsch? Ich hab nur gefragt, weil du geschrieben hast, im besten. Im besten Studio mit meinem besten. Bro. Und jetzt noch markieren. Warte. Kommt jetzt online unter www.manybuy.com. Du bist doch. Ja, Applaus, kann mal irgendjemand Applaus machen oder Musik? Was ist? Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Jetzt müssen wir mal die Kontrolle halten. So, wir sind jetzt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können erzählen. So, also ihr könnt übrigens auch Senna heute Fragen stellen. Dazu ganz einfach auf die Seite www.manybuy.com gehen. Und dann loggt ihr euch ein in den Chat. Und dann loggt ihr euch ein. Und wenn ihr braucht eine Webcam, bitte tut uns Gefallen. Macht einen Sound leiser. Am besten, ihr nehmt einen Kopfhörer. Ihr könnt ihr auch einen kaufen hier bei Manybuy. Zum Beispiel. Ich habe einen SMS-Audio-CD, der ist sehr geil. Den müsst ihr auch mal, der ist richtig cool. Krieg ich den?
Aber du willst sie wieder auf Karaoke-Angebot. Na, ich bin kein Geier. Ich hab da nur gefragt. Du bist Geier, komm, du bist schon Geier. Du hast schon iPhone abgezogen. Geier ohne Flügel. Aber ich meine, guck mal, wenn es bei iPhone geklappt hat, muss es auch bei anderen Sachen auch klappen. Aber wenn jetzt ist eh vorbei. Ja. iPhone 700 oder? Hat sich schon Plus gemacht. Ja. Da kann sie heute noch mal 79. Das tut nicht mehr weh. Kannst du hinterher noch Audio City hinterher schmeißen. Ich gehe auf www.moneybuy.com und dann kann ich das alles bestellen und dann bekomme ich es. Ja. Und wenn es mir aber nicht gefällt, kann ich es zurückschicken. Natürlich kostenlos. Natürlich du musst kostenlos, ja. Bombe. Also kostenlos machen wir auch. Hm? Also ganz ehrlich, 100 Tage. Wir haben 100 Tage Rückgabe garantiert. 100 Tage. Einige Shops, nicht alle, aber einige Shops. Aber ist okay, wenn das einige ist okay. Das guck mal, kannst du 100 Tage und dann schickst du zurück. Ist schon also ich trage es dann 100 Tage. Ja. Okay. Ja, Frank ist schon am Toben. Wo ist Franks Alter, Foto? Ihr seid anstrengend des Grauens. Wo ist Franks Foto? Ich habe kein Foto von meinem... Ich kann euch gar nicht folgen. Ja, wieso? Darf ich kurz was sagen? Ja. Es sind zu viele Männer hier. Ja, ne? Waren schon einige Frauen da? Dein ja. Schatzi war hier. Wer? Maha. Nein! Ja, klar. Meine kleine Maus? Ja. Meine kleine Mini-Maus? Mini-Mini-Maus. Was wollte sie hier? Sie hat neue Single promotet, glaube ich, okay. Und so, ne? Okay, und warum und war T-Shirts ich, verkauft. Okay, und warum war ich nicht der Vorder? Du weißt, je später der Abend, desto schöner die Gäste. Alrighty, alrighty. Okay. Was, deswegen haben wir gedacht, save the best for last. Okay, das ist schön. Ja, aber das ist ja toll. Und du weißt ja, dass ich morgen eine Show habe, ne? Oh ja, wo? Wo denn? Aber Leute, was für eine Show? Sorry. Sister ja, Mann, www.manybuy.com kriegst du einen Livestream, aber du brauchst auch wieder so einen Kopfhörer. Ja. Und dann könnt ihr mit mir live chatten, weil ich mache ja so kleine Videos. Ja, ich mache ja. Nee, aber macht Karl Lund macht auch gleiche Sendung. Ich muss jetzt erstmal meine Show erklären, okay. Bevor das wieder in eine andere Richtung geht. Ich mache ja kleine Videos und da fordere ich Mädels auf, wirklich auf sich aufzupassen, weil zu viele Players rumlaufen und gerne Mädchen verarschen. Das geht auch wirklich nicht. Das geht nicht klar. Ganz ehrlich, an die Brüder da draußen. Es geht nicht klar. Hört auf damit und glaubt mir, ich werde euch alle entlarven. Don't hate the player, hate the game. Also, das heißt, also... Sorry. Du kannst ruhig nochmal auf Facebook posten, dass du hier drauf bist, während ich erkläre, wie die Sendung Sister Cinna funktioniert. Also so, wie ich es verstanden habe. Also für junge Mädchen, für junge hübsche Mädchen, die häufiger von diesen ganz gemeinen Männern, also wir kennen die nicht, Schukri und ich. Also, ich weiß nicht, wovon du ich redest. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Schukri ist gar nicht so zum Wort gekommen. Entschuldigung, ich habe mal eine kurze Frage. Bitte. Warum fühlt ihr euch alle angegriffen? Alle Männer fühlen sich angegriffen. Ich sage ja nur, die Männer, die Frauen verarschen, fühlen sich entlarvt. Und irgendwie fühlt sich jedermann deswegen angegriffen. Deswegen weiß ich nicht, wovon du redest. Guck mal. Senna, das Ding ist ja so. Warte, ich poste auf Facebook. Wir Männer sind alle treu. Come on, was erzählst du für Bullshit? Wir sind einfach das ist so Bullshit. Ach, besonders alle anwesenden Ach, Männer hier. Quatsch, sind ey, ich muss treu. Den Scheiß gerade posten. Mola sagt, alle Männer sind treu. Ich muss es posten auf Art Facebook. Von Männern, sorry. Die bei dir in der Sendung entlarvt werden, kennen wir nicht. Damit haben wir nichts zu tun. Wir machen keinen Hotelsex. Keiner von uns geht in Puff. Ey, das machen wir alle heute. Ich sag ja auch nicht Anger. Ich ja. sage ein Teil. Schuki war schon mal Saunaclub. Aber normale Saunaclub. Schuki, das. Normale Saunaclub! Bruder, wie kann ich mit bist so einer. Bist du mit dieser Mütze in den Saunaclub gegangen? Wollte ich gerade sagen, natürlich nicht. Ich hab die Mütze doch immer an. Wie soll ich damit in den Saunaclub gehen? Ich hab unter Mütze 7 Kondome und 3 Vibratoren. Siehst du, du Bruder, bist. Bruder, was? Du bist einer von diesen lügenden Playern, glaube ich, ja? Ganz ehrlich, bitte schaltet morgen ein und schreibt einfach, fragt mich eure Fragen, ich bin für euch da. Und www.aufmanybuy.com, da könnt ihr mir alle Fragen stellen und ich helfe euch. Das finde ich sehr, aber ich finde es ein sehr schönes Konzept, weil ich finde von dir, ich glaube, morgen 20 Uhr werde ich auch live einschalten. Ehrlich? Kann ich auch dann fragen, weil ich werde ja auch häufig verarscht von den Frauen. Nein, guck mal, das Ding ist, aber ihr Männer, ihr seid so dumm, weißt du auch warum? Ja, das stimmt. Das Ding wir ist, fallen auf die Brüste nein, die ihr könnt rein. Bei dieser Sendung könnt ihr wirklich mal lernen, wieso rastet meine Frau aus? Warum ist die so? Das warum liegt am meisten einfach daran, weil die behindert ist. Das hat nichts damit zu tun, dass so ein Quatsch macht. Schuki, du sollst sie bei nicht sagen. Nein, nein, deine, das stimmt nicht. Das stimmt echt, nicht. Du sagst zu deiner Frau, guck deine Freundin gerade zu? Nee, ich hab keine. Ah, that's the point. Yeah. Entschuldigung! Ich hoffe, dass meine zukünftige Sendung nicht schaut. Oh. Ja, bitte. Ein Appell an dich. Bitte schau diese Sendung morgen, um zu sehen, wie du es nicht machen sollst.
Also, ich finde das wirklich gut und ich finde, an dieser Stelle sollten wir... Nein, nur Spaß. Ja, wir sollten vielleicht auch mal... Haben wir noch gar kein Video gespielt, ne? Haben wir noch gar nicht, ja, stimmt. Das sollten wir schon. Aber egal, wir machen das einfach jetzt so auf normale Basis. Während Senna postet, ihr manybuy.com, 20 Uhr morgen, Sister Senna live. Einfach einloggen und mit ihr persönlich chatten, reden, quatschen. Und ich bin gespannt. Ich werde morgen auch dabei sein und kann viel fürs Leben lernen. Nein, finde ich cool von dir. Nein, das ist super. Ich unterstütze dich und so. Ja, weil und, es ist wenn wichtig. Du, wenn du wieder Kopfhörer abziehst, bringst du mir einen mit. Mich musst du noch überzeugen, dass ich das mit dir gucke. Ja, wir gucken zusammen auf den Spaß. Du bist einer von der Sorte, der es so insgeheim guckt. Nein, du bist so still und dann, die hat auch recht und bla. Mr. Stücke sitzt auf geheime Mission in Bento Books. Heimlich. Aber heimlich. Du packst richtig aus gerade, du Wichser, ne? Auf geheime Mission. Um Ecke sitzt er. Aber du warst selbst da. Aber mit Bruder, mit. Also ich spiele Video. Video. Stopp. Was für Strictly Physical und dann hier Männer entlarven. Entschuldige mal, ganz ehrlich, willst du mir gerade irgendwie dumm kommen? Nein, ich muss nicht sagen, ich bin shady, Sheila. Senna, die ist so süß, gell? Das ist deine süße das Mütze. Das ist meine Mütze, ja. Und zwar ist das eine ganz gute Aktion. Und zwar dieser Charity Häkel Guide. Das ist von dem bekanntesten. Okay, hier, schaut mal. So, perfekt. Das ist der Charity Häkel Guide. Der ist über 1 Million Mal jetzt schon verkauft worden. Süß, gell? Und zwar geht die Aktion so: Jeder, also viele Prominente, haben praktisch jetzt eine eigene Mütze gehäkelt und diese gehäkelte Mütze, die könnt ihr dann bei uns exklusiv, das ist das Wichtigste, exklusiv kaufen. Jede Mütze kostet 30 Euro und das Geld geht natürlich nicht an Manybuy, nein, das Geld wird gespendet und zwar für 3 Hilfsorganisationen, für Pink Ribbon, Welthungerhilfe und ein Herz für Kinder. Senna, die Mütze, die sie auch hat von MyBoshi, die hab ich hat gestrickt. Sie auch gerade angesichts ihres Schweißes hat sie gestrickt. Ja. Und das ist eine ganz tolle Geschichte eigentlich, weil hier, was hast du schön gemacht, muss ich sagen. Hast du echt ehrlich? Ja, ich muss auch mal Komplimente geben. Das ist dein geben. Erstes Kompliment für heute. Guck mal, aller Anfang ist schwer, aber ne? So. Dankeschön. Und, so, hier für könnt ihr auch dann Häkel-Grundanleitung. Ich werde gleich auch mal probieren, die erste Masche zu machen. Ich habe gehört, das ist relativ schwierig. Und nicht vergessen, die Mützen der Promis gibt es exklusiv hier auf manybuy.com. Und ja, aber es kommen auch immer mehr dazu, immer gell? Mehr Promis. Ich habe schon ein paar gesehen. Ja, hast du schon ein paar gesehen? Mhm. Ich fange jetzt an. Mach mal. Weißt du, wer dir heftigen Unterricht geben kann? Banaisa von Rebel Comedy, der häkelt seit 10 Jahren, der ist auch mit dabei. Ey, glaub mir, das ist für die Nerven. Ja, sagt er mir auch immer. Der sagt immer, das entspannt total, der vergisst all seine Sorgen beim Häkeln. Da muss ich viel häkeln. Ich habe meine Nerven verloren dabei. Ja. Und jede Mütze von jedem Promi gibt es nur einmal. Das ist ein Unikat. Außer bei Benicer. Benicer wäre der Einzige, der so gut häkeln kann, dass er 2 machen könnte. Ja, ich meine, okay. Wie lange hast du gebraucht? Es hat schon ein bisschen lange gedauert. Ja, wie lange? Das dauert schon so. Ja, also ich habe schon. 3 Tage, ne? What? I'm not your superwoman. What? Wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Oh, Lord have mercy. Was denkst du? 1 Monat, ehrlich. 1 Monat? Ja. 1 Monat, also. Wir wissen ja, dass die Preisfindung früher in der Volkswirtschaft über den Einsatz gefunden wurde. Das heißt, wenn du 1 Monat und wir einen Tagessatz nehmen würden von 100 Euro. Also die Mütze hat einen Wert, 3000 Euro. Ja, aber nur von der Arbeitsleistung her, ne? Ja. Wenn heißt, mal gleich und da ist sehr viel Liebe Euro. Auch drin. Liebe? Ja. Also. Wie viel so? Ja, es ist für, also Herz für Kinder. Also ein Herz für Kinder, 3 Hilfsorganisationen, ein Herz für Kinder, Red Ribbon und die Welthungerhilfe. Genau. Gut. Und es fließen dann jeweils 10 Euro jeweils in die jegliche Organisation. 10 Euro Herz, ein Herz für Kinder. Also der komplette Betrag geht aber in die 3 Spendenorganisationen. Genau. Also wenn das 50 wären durch 3 Teile, deswegen schwierig. Genau. Einer kriegt dann mehr, aber... Die Promi-Mützen, die werden ja nicht verkauft. Die werden, könnt ihr ersteigern. Ja. Oh. Nee, meine ist zum Festpreis. Okay, es gibt einige zum Festpreis und die anderen, was ihr natürlich machen solltet, die ersteigern dann möglichst viel Geld. Ja, die ist natürlich viel Geld, ne? Ja, aber deine Mütze kannst du jetzt kaufen, ne?
Nur einmal. Jetzt, gerade jetzt. Hier. Okay, wir versteigern sie nicht. Okay, alles klar. Okay, jetzt sag's deine Kamera. Wo ist, welche bist du denn? Also meine Süßen. Ja, sag's jetzt. Die gibt's nur einmal, meine Mütze. Und ich habe einen Monat gebraucht, um die zu stricken. Und guck mal hier. Wirklich für einen guten Zweck. Und wann kann ich die kaufen? Jetzt sofort. Glaub mir, ist vorbei. Für 30 Euro. Für 30 Euro. Ja. Also, diese 30 Euro gehen an die Welthungerhilfe, genau. An Red Ribbon und ein Herz für Kinder. Da seht ihr Mai Boschi, da seht ihr Senna, original mit der Mütze vor unserem Manybuy-Studio. Das war noch vor wenigen Sekunden. Sie hat gerade es so eben geschafft. Ne? Geht auf manybuy.com, da ist es 30 genau. Euro. Einfach den Button drücken und exklusiv die... Ganz einfach nur Mai Boschi in der Suchleiste eingeben und dann seht ihr ganz exklusiv die Mütze von Senna. 30 Euro und ich dann die, ist das eure. Genau, und die ich gibt es nur einmal, ja, nur einmal auf diesem Planeten. Wie es mich nur einmal so, gibt. Perfekt, so, ja. Super, so ich muss das sein. Perfekt. Senna, wer nicht kauft, ist zuerst, Blumensohn vor allen Dingen. Wer nicht kauft, allergrößter Blumensohn und jede Mütze ist Natur. Die muss gekauft werden. Natur Roman Unikat, ja? Weil die ist auch schön, die Farben. Hast du mal die Farben? Ja, diese Farben sind wunderbar. Ich finde sehr schön, dass du bist ohnehin eine große Star mit diese Fashion. Ne? Warum jetzt diese komische Akzente? Ich habe gedacht, manchmal macht Frau das, wenn ich sage, ich spreche so. Mache dich ein bisschen verrückt, oder? Ich sage, mon chéri, est-ce que tu veux chuchmon, bitte? Lord have mercy. Hast du verstanden? Ich habe kein Wort verstanden, aber weißt du, was ich verstanden habe? Dass du auf jeden Fall morgen dabei bist. Morgen dabei? Du wirst mir morgen schreiben für meine Sendung. Meine Sendung läuft. Sister Senna ist back on track. Back on track. Morgen um 20 Uhr bis um 22 Uhr. Das kann so, wenn ihr umso länger bleibe ich, ist ganz klar. Und ihr könnt live mit mir chatten. Per Text. Oder per Webcam. Aber ihr könnt mich sehen und ihr könnt eure Fragen stellen. Und der Sinn der Sendung sieht so aus. Ich helfe Menschen. Ob Weibchen oder Menschen ist egal. Egal. So, ob du Liebeskummer hast, Kummer. Du willst abnehmen, was machst du da? Backup? Ich bin Backup. Hashtag, dein Freund geht fremd. Fremdgehen. Du willst deinen Freund wieder zurückgewinnen. Nochmal fremdgehen. Du bist unsicher. Unsicher. Du hast kein Selbstbewusstsein. Du würdest gerne Sängerin werden und du weißt nicht, wie du es. Egal welche Fragen dein Herz irgendwie. Egal welche Fragen dein Herz. Könnt ihr bitte mit dem Scheiß aufnehmen? Könnt ihr auf der... Ich mach euch gleich fertig. Ja, mach ein Beat rein. Egal welche Frage du auf dem Herzen hast, du kannst Sister Senna antexten. Mit Livecam und Mikrofon bin ich am Start und die Welt wird wieder in Ordnung sein. Rappen kann ich nicht, aber ich kann dir einen Rat geben. Und ich freue mich auf dich morgen unter www.manybuy.com. Sister Senna is back on track. Um 20 Uhr haben wir beide ein Date. So, echt, Alter. Domian für Kanaken eigentlich, oder? Bitte? Domian für Kanaken eigentlich, oder? Domian für Kanaken. Ich mag den da oben nicht. Ich mag ihn nicht. Ich hab einfach gedisst. Digga, warum zwei ich ihn alle? Was hast du denn getan? Warum geschossen in die Richtung? Ich dachte, du bist Afrikaner. Wir sind alle Afrikaner, Bruder. Heute Afrika-Studio. Nein, ich mag heute machen wir Sinn. Du wärst traurig. Fand sie eigentlich sympathisch. Senna, erklär mir mal was. Shitpaper. Was ist denn das? Toilettenpapier. Gut übersetzt, du hast gut in der Schule aufgepasst. Ich hab nicht gedacht. She's a little bit shady. Shitpaper Magazine habe ich mit meiner Schwester Bonnie Strange und noch anderen Freunden zusammen gemacht und wir haben die erste Ausgabe rausgebracht. Jetzt wird an der nächsten Ausgabe gearbeitet, aber ich habe leider keine Zeit, weil ich für Sister Senna zuständig bin, aber es läuft. Es läuft. Ja, es ist ein Magazin und richtig Papier. Alles drum und dran, Magazin, da ist Fashion drin, wir haben alles, es ist self-made. Worum geht's denn? Und es ist eine Mischung zwischen der Bravo und der Vogue. Also damit Jugendliche oder junge Menschen oder auch überhaupt Menschen Styles haben, die sich aber leisten können. Okay. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und es wird auch noch gesagt, woher... Was kostet ein Style so ungefähr? Ein kompletter Style insgesamt. Also es kann von H&M, es kann von Zara sein, es kann von Urban Outfitters sein. Durchschnitt? 120. Ja. 120 also es kann sich halt jeder leisten, ob du bei Monkey einkaufen willst. Es ist ein gutes Magazin und ich finde, das fehlt schon in Deutschland. Okay. Aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. Wie kommt man da dran? Du kannst es bestellen online. Ah. Online, okay. Du kannst es unter dem Shitshop online bestellen. Okay. Shitshop online, okay, gut. Auch guter Titel. Shitshop. Yeah. Hat sich eine lange Gedanken gemacht. Es läuft sowieso alle drei Monate. Aber wir sind da so, entweder kommt es raus oder es kommt nicht raus. Wir sind da ziemlich punky. Kanaken-Style. Was hast du immer mit diesem Wort Kanake? Ja, ich versuch dich mit in unser Boot zu holen. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte du bist schon zu spät. Du bist doch schon drin. Hast Handy geklaut auf entspannte Basis. Ich habe das Handy nicht geklaut. Es wurde mir geschenkt. So, ja, das.
Okay, alles klar. Also, was noch ganz wichtig ist, es wurde geschenkt und es gibt da so ein Portal im Internet. Und in diesem Internetportal, da wurdest du angegriffen. Ah. Ja, und wo, da warst du, genau Trockenflash ist auch ein... Ach, das... Ach. Ja. Ich habe ja heute eine Interview-Anfrage bekommen wegen der morgigen Sendung, aber ich bin ja zu dir gekommen. Ja. Und Promiflash hat halt einen Artikel geschrieben, der Journalist, ich will keine Namen nennen, aber es steht auf meiner, es ist auf meiner Facebook-Seite, geh einfach drauf, hat einen ganz miesen Artikel geschrieben, einen ganz frechen. Ja, aber denn? Das, weißt du was, das Fass Ding mal zusammen. Ist, kurz gefasst, er hat mich so als Flop hingestellt und ich muss lachen wegen dem Begriff. Ah, ganz ich muss lachen wegen dem Begriff. Der Begriff ist geläufig. Ich mag dich nicht. Ich mag dich jetzt du noch weniger. Du kommst du Arschwuppe, das kommst du Arschwuppe. Deine Sympathiepunkte sind bei dann mir bist auch halt noch ein Korrekter, dann bist du noch ein Korrekter, dann kriegst du noch einen drauf. Die ich weiß nicht, welche Wahrnehmung du hast. Durch das, meine Augen. Ich habe keine Ahnung, wie du dich siehst, aber ich mag dich nicht. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall habe ich Promiflash, hat es mich ziemlich aufgeregt. Ich habe mich zum ersten Mal selbst gegoogelt und dann habe ich diesen Artikel das entdeckt. Macht das nicht. Ja, ich weiß. Ich habe diesen Artikel entdeckt und dann habe ich mich aber gewehrt. Viele Promis machen das nicht, aber du ganz ehrlich, ich will kein Promi sein. Ich bin Künstlerin, ich mache, was ich will und dann habe ich es auf meiner Facebook-Seite gepostet. Der Artikel wurde in 24 Stunden geändert, muss man dazu zugeben. Also ja, ich mache die, also wenn man da sich beschwert, mache gezeigt. Ich, ne? Aber trotzdem bin ich da... streng und möchte jetzt... Mit denen nichts mehr zu tun haben. Okay. Nichts zu tun haben, außer sie entschuldigen sich offiziell. Also wir entschuldigen uns bei Sena Gamur. Warum meinst du, dass sowas passiert? Warum schreiben Leute sowas? Naja, es ist immer dasselbe. Also mit den ganzen schlechten Kritiken und den ganzen Berichten und was weiß ich was. Die denken dann, kriegen Quote oder man macht halt Menschen schlecht. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht cool. Weil im Endeffekt, finde ich, hat jeder Künstler Respekt verdient. Weil egal, wie es jetzt gerade bei ihm läuft, ob es jetzt ruhiger ist oder ob er in seinem Höhentrip ist, ist es scheißegal. Ich finde, man sollte nie Menschen schlecht machen. Das ist für mich ganz, ganz schlimm. Ich wehre mich auch gegen Mobbing-Attacken. Und da geht es auch wieder auf meine Sendung zurück. Es geht auch um Mobbing-Opfer, die im Internet attackiert werden und fertig gemacht werden. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man Mobbing-Opfern auch zeigt, du kannst dich auch anders werden, außer jetzt die Polizei anzurufen, die meistens, sorry, zu spät ist. Dass man einfach zeigt, der hat mich fertig gemacht. Ich zeige ihm und zeige ihm mit Namen. Und das habe ich bei Promiflash gemacht und habe gesagt, Mario, das machst du einmal mit mir und nie wieder. Und wir sehen uns. Mario, weiter. Mario, Hashtag beim nächsten Mal weißt du Bescheid. Mario, Hashtag Correct. Beim nächsten Mal weißt du Bescheid. Apropos Hashtag, du hast auf deiner Facebook-Seite auch so ganz kurze Clips. Boah, ich hab mir das reingezogen. Hashtag True Story, Hashtag... Das ist heavy. Das ist echt heavy, weil das Sprechtempo auch krass ist. Hm? Ja, Mann. Ich finde das echt heavy. Weil das Ding ist, ich habe 15 Sekunden auf Instagram. Ja, und da musst du Gas geben. Ich muss so Gas geben. Und dann nehme ich auch schon mal 50 Videos auf, weil du musst es echt im Timing schaffen. Busta Rhymes. A little bit. Und da spreche ich halt solche Themen an, wie zum Beispiel, wenn Typen, ein Beispiel, wenn Typen sagen, ey Bruder, meine Frau muss unberührt sein. Was? Unberührt? Er tut rumhuren, ist die größte Schlampe und will dann so ein schönes Wesen bekommen. Nein, finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay. Hat dieses Mädel nicht verdient. Und ich wecke da ein paar... Ist ja eine Kulturgeschichte, ne? Ja, es ist, ob es Kulturgeschichte ist oder nicht. Aber im Endeffekt ist es einfach nur, dass Frauen ihr Selbstwertgefühl wiederfinden müssen. Ja. Verstehst du? Selbstbewusstsein ist another story. Mhm. Selbstwertgefühl musst du wiederfinden. Und sie müssen ihre Prioritäten nach oben setzen. Das hat aber nichts mit Emanze zu tun oder Sonstiges. Das hat was damit zu tun, dass ich Frauen die Augen öffne und möchte, dass sie sich nicht immer alles gefallen lassen. Und genauso auch Typen. Es geht auch um Typen. Also es passiert ja auch Typen. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich finde, dazu könnten wir ruhig mal einen Gast im Live-Chat haben. Shukri, vielleicht erklärst du noch mal kurz, wie man in den Live-Chat reinkommt. Einfach auf die Seite manybuy.com, ein Haar fliegen auseinander. Ich gucke gerade mal nach Chatfragen. Ihr habt die Möglichkeit, über manybuy.com, wenn ihr im Stream drin seid, Fragen über den Live-Chat zu stellen. So gefällt mir, aber euch auch bitte. Ne? Ja, was sagst du? Bitte. So gefällst du mir, wenn du funktionierst gut. Red ruhig weiter. Die ist ganz schön frech dafür. Ich gebe dir Money. Auf jeden Fall könnt ihr über manybuy.com Fragen über den Live-Chat stellen und euch auch per Webcam zuschalten. Dazu müsst ihr einfach rechts auf den Button
per Webcam klicken und dann seid ihr quasi schon live mit dabei und könnt Senna, Mola oder mir, bestimmt mir nicht, sondern nur Senna, Fragen stellen. Mich würde auch deine Meinung interessieren. Doch. Ich stelle jetzt mal eine richtig wichtige Frage und du als Expertin und für uns als Laien wirst uns bestimmt gut erklären. Warum schaffen wir es heute in modernen Zeiten nicht, so eine Beziehung zu führen, die 100 oder 50 Jahre oder so goldene Hochzeit zu führen? Ja, wie vor Jahren. Woran liegt das? Ich weiß es. Naja, das Problem einfach, was wir haben. Sag mal bitte, du weißt es. Reizüberflutung. Nee, ich will jetzt deine Meinung. Reizüberflutung. Du scrollst durch Facebook, du siehst 50.000 Bilder, du siehst dies, du siehst das, du siehst jeden schlauen Spruch, du machst dir Gedanken, die eine Richtung, die andere Richtung. Was ist richtig in deinem Kopf? Das ist die Nichts. Frage. Keiner ist mehr Vorbild. Außer deine Eltern. Deine Eltern sind in der Regel Vorbild. Ja. Aber das änderst du selbst, weil du dieses Gesichtsbuch meistens zu deinem Vorbild. Und wir kriegen es alles vorgelebt. Entschuldigung, dass ich einfach hier losgeschossen habe. Bitte, der Dame soll das Wort zurückgeben. Mandy hat auch. Mandy, super schönes Mädchen. Wow. Also bitte gib der Dame das Wort zurück. Wow, he's like. Oh, he's Warum like a gentleman. Hast du mit Mandy nicht mal drüber gesprochen? Mandy hat auch nicht geschafft, den Hässlichen mit den Glubschaugen mit Fußballspiel zu halten. Du, ich darf über Mandy keine Interviews führen, weil Mandy mir verboten hat, Interviews über sie zu führen, sonst kriege ich Probleme. Mit wem? Hashtag. I don't know. Aber deswegen unterlasse ich das und werde aber ich darf was sagen. Du darfst alles sagen. Ich darf halt nicht sagen. Schukri, ich frage dich. Ja? Wie konnte es passieren, dass Hässliche Mesut Özil wegläuft von Mandy und andere Dumms? Wieso? Guck mal, der hat sehr große Augen. Der sieht sehr viel. Das ist es. Der hat eine andere Sicht auf die Dinge. Okay. Also Entschuldigung, ich glaube einfach, um das jetzt nicht auf Mandy zu reduzieren, ich glaube einfach, dass heutzutage, wie du es gesagt hast, was unsere Eltern einst mal hatten, das waren Werte. Es sind sehr viele Werte verloren gegangen zu dieser heutigen Zeit. Das ist das Problem. Und ich glaube aber, man kann sie wieder zurückbringen, indem jeder von uns Einzelne an sich selber ein bisschen arbeitet. Und wer wäre denn nicht glücklich, wenn er einfach einen coolen Partner an seiner Seite hat, wo er genau das leben könnte, dieses Vertrauen. Ist es vielleicht auch, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben? Wir kämpfen nicht mehr, wir jetzt heute direkt Schluss machen. Neue Facebook, 7 Mädels anstupsen, eine stupst schon zurück. Ja, das ist halt diese Social Network Welt und auch davor war es schon, ging es so in die Richtung, weil der Mensch an sich einfach, es ist eine verkehrte Welt geworden, wirklich, das ist sehr, sehr traurig, aber ich glaube immer noch und ich habe Hoffnung, dass wir es trotzdem schaffen können, Werte wieder zurückzubringen, indem wir als Vorbilder funktionieren. Ach, herrlich. Ja, es ist wirklich schleimig so. Wirklich. Und zum Thema Schleimen. Cobra fragt aus dem Live-Chat: Senna, ich suche einen Job in der Seifenproduktionsindustrie. Kannst du mir helfen? Klar. Arbeitsamt. Frage beantwortet und ich hoffe, es wird nächstes Jahr ein heißer Sommer. Heißer Sommer, was willst du für mich? Ich werde natürlich das Video Überleitung auf diese Frage du bist doch eingehen, aber mich erschreckt ein bisschen diese Frage. Na, erzähl mal. Weil du eigentlich mit Seifenoper-Industrie nicht so viel zu tun hast, ne? Nee, eigentlich nicht. Schätzelein, ich habe damit nichts zu tun. Aber wir werden morgen das nochmal. Wir werden morgen nochmal darauf eingehen. Und dann. Ich werde mir Gedanken machen, weil die Frage ist jetzt ein bisschen. Wir haben noch eine sehr, sehr sinnvolle Frage aus dem Chat. Ja. Da fragt ein Chatter, wie heißt er? Wie oft morgen Monroe's deine Sendung Girl. Kommt? Markus? Ich sehe den Namen hier nicht richtig. Ich sehe hier Monroe's Girl. Morgen wird meine Sendung live sein. Einmal kommt von 20 Uhr bis 22 Uhr unter www.mannybuy.com. Und es kommt drauf an. Also ich gucke mir das mal morgen an, wie es läuft, wie groß die Nachfrage ist. Und dann können wir das gerne natürlich fortführen. Aber ich würde mir wünschen, dass es schon öfters kommt, auf jeden Fall, dass diese Sendung Kult wird. Also darauf arbeiten wir hin, ne? Darauf arbeiten wir hin. Also ihr könnt die Sendung morgen zum Kult werden lassen, so dass du dann halt praktisch jeden Freitag dann... Sehr, sehr gerne. Das wäre schön. Sehr gerne. Ne? Es wird immer wird es zwischen uns beiden. So, als ob das Schleim wäre. Bitte, nein, das ist jetzt meine Wolle. Das sollte Schleim sein. Sollte einfach symbolischer Schleim sein. Häkel ich meine erste Schwarz für den Schwarzen? Ja, wo sind wir hier gelandet? Wir sind hier, man darf auch nicht vergessen, dass... Ja, übrigens, gell, das auf dem Tisch, ihr schmeißt damit rum, das Original Boschi-Wolle, ne? Ich wollte eigentlich so schwarz und gold machen, aber... Deutschland, nee, die passen nicht so zusammen, Schätzelein. Nein, das passt nicht so. Das ist eher cool.
Das ist eher Mama Afrika. Das ist Mama Afrika. Und das gehört so hier, so hin. Das ist cool. Aber wenn Sommer ist, braucht man die nicht, ne? Ich nehme einfach schon. Doch! Warum? Sommer kannst du dir halt so diese Häkel Mützen machen. Mhm. Nicht Stirnband. Diese etwas dünneren, diese Hippie-Häkel Mützen. Ja. So wie Ascha damals. Ja. Boah. Einfach so Nylon, Strumpfhose auf Kopf. Ja, aber was ganz, ganz wichtig ist, auf jeden Fall, Leute, spendet. Hey, kauft meine. Sag mal, hat irgendjemand meine Mütze jetzt schon gekauft? Ich weiß nicht. Die ist noch. Die ist, noch nicht? Entschuldige, ich würd mich ranhalten. Also, ich würde mich wirklich ranhalten. Die gibt's nur einmal. Wie mich. Ist ein Unikat. Habe ich gehäkelt. Ein Monat. Machst du auch kleinen Autogramm drauf? Natürlich. Okay, alles klar. Natürlich, dann geht ich mache auch einen Kuss drauf. Ja, was ganz, ganz wichtig ist, schaltet auf jeden Fall morgen ein. Ich will ganz viele Fragen beantworten. Ich will euch helfen. Sister Santa is back on track. Und, Guess who's back? It's the return of the master of fashion. Yeah. This, smashing this, making hard to adapt. This. Du bist jetzt in Berlin. Ach, schon seit 5 Jahren. Warum? Seit 5 Jahren? Wieso? Frankfurt nicht mehr gut? Doch, Frankfurt ist eine schöne Stadt auf jeden Fall. Aber irgendwann mal brauchst du eine Abwechslung. Und dann Berlin? Ja. Aber sind alle in Berlin? Vor 5 Jahren nicht. Doch, vor 5 Jahren waren auch schon alle in Berlin. Also ich sehe niemanden. Kommst du nochmal zurück an den Rhein, an die Rhein-Metropole? Ich glaube, also wenn ich nochmal umziehen sollte, und das werde ich garantiert, 100%, werde ich Deutschland verlassen. Ja? Ja. Yeah. Nach Belgien oder? Belgien ist schön, Schweiz? Auf jeden Fall. Nee, und noch viele Marokkaner. Ich wollte wirklich nach Marokko. Echt? Wo ist die Stadt? Ja, Tetuan wollte ich. Tetuan? Oh, gefährlich. Ja, da wollte ich schön, Klaue. Klein, petit, alles gut. Da wollte ich wirklich hin, aber es dauert noch ein bisschen. Das dauert ein bisschen, ne? Das dauert noch mal, aber das, wenn ich wirklich noch mal umziehen sollte, dann weg aus Deutschland. Aber nicht, weil ich liebe Deutschland, aber ich glaube, ich brauche mal wieder was anderes. Brauchst ein bisschen andere Vibes. Genau, ich brauche andere Vibes, das ist cool. Senna, ich habe gehört, du interessierst dich ein bisschen für Comedy. Echt? Hä? Wieso sagt immer jeder... Viele sagen, du bist voll witzig, machst auch Stand-up-Comedy. Und ich sage so, das ist mein Ernst, was ich da rede. Ach so, stimmt, ja. Ich bin einfach so unglaublich lustig, obwohl ich es gar nicht so will. Das ist meistens am besten. Das ist die beste. Ja? Oh, da kommen wieder die Komplimente. Oh, I take it. Oh, da wird das Herz weicher. Oh, herrlich. So langsam arbeiten wir drauf hin. Der Plan, ne? Geht auf. Der Plan geht auf. Guck mal, er versucht von hinten durchs Ohr. Nein, Bruder, immer geradeaus. Immer geradeaus, immer auf das Opfer zu. Du immer von hinten, ne? Ich bin kein Opfer. Hinten, durchs Knie. Warum sagst du Opfer zu der? Was bist du für ein Typ? Du bist genau, ich bin kein Opfer. Nein. Was bist du für ein Mensch? Ich bin doch kein Opfer. Prinzessin. Prinzessin. Jetzt auf einmal rausreden oder was? Königin. So naja, auf jeden Fall. Was war nochmal deine Frage? Weil ich war so abgelenkt vom Königin. Ja, egal. Ich, vielleicht, wo war ich? Ich stehe Comedian, na, am Comedy, wir waren bei Comedy. Ich bin kein Comedian, da gibt's bessere, die sind richtig lustig. Würdest du mal probieren? Ich glaube, ich kann sowas nicht. Ich glaub, du bist lustig. Ehrlich? Ja. Echt? Ja. Ich meine das aber ernst. Das ist nicht schlimm. Wie heißt die bei euch vom Rebel Comedy? Inissa. Ja. Oh, die finde ich super. Die mag ich gerne. Die, cool. Die habe ich, glaube ich, bei Stefan Raab gesehen. Ja, genau, die war super. Die war cool. Ja, die ist auch cool. Findest du mich lustig? Ja, komm auch. Komm auch mal. Sie kann singen auf entspannte Basis. Rebel Comedy mit Senna. Also, wollen wir mal so sagen, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Aber ich würde gerne zu einer Sendung, also zu einer Show kommen, auf jeden Fall. Ich würde sie mir gerne anschauen. Mhm. Deine Mütze. Wir haben gerade deine Mütze im Bild. Oh, die ist so schön. Guck mal, dieses Giftgrün und dieses gehäkelte. Passt zum Manny-By-Logo. Sieht so toll aus, wirklich. Mhm. Ich glaube, ich will sie gar nicht hergeben. Darf ich sie selber behalten? Ich glaube, ich kaufe, kaufe ich sie. Wieso geierten die alle so da draußen? Ja, weil die einfach, das ist die Sender-Mütze. Kauf mal jetzt. Wie kaufen wir jetzt? Vor allen Dingen, wenn du kaufst, spendest du ja eigentlich schon. Ja, meine ich so. Geiert doch nicht so. Komplett. An Herz und Kinder, Red Ribbon und an Herz und Kinder, Red Ribbon und Welthungerhilfe. Anstatt 30 Euro fürs Abendprogramm heute auszugeben, kann man auch gerne mal so eine Mütze holen. Ah, wann? Sag mal, du hast auch, du kannst richtig gut singen, ne? Ola. Doch, du hast es schon drauf. Come on, everybody, shake. Ich würde dich zum Konzert einladen. Ja, genau. Dann, also, wenn ich jemals wieder Musik machen würde, würde ich. Hast du keine Lust mehr? Ich weiß nicht. Doch, eigentlich schon. Aber? Ich bin nur nicht immer zufrieden mit jedem Produzenten. Okay. Weißt du, bevor Bullshit rauskommt. Es ist zu easy gehen. Oder hier, zu Schukri. I'm serious. Ich bin Schukri ist guter Produzent. Echt. Oh, ich weiß grad nicht. Okay. Wir sind gerade erst auf dieses Freundschaftsding. Mach langsam. Nee, Musik und Freundschaft haben nichts miteinander zu tun. Aber trotzdem, mach langsam. Auf jeden Fall. Andere Frage. Bitte? Wenn wir schon beim Thema Musik sind, bevor du jetzt wieder ausholst und wir irgendwo in. Warum lässt
für mich China eigentlich nie Land. Ausreden. Warum du immer unterbrechen jetzt hier? Weil ich dich ordnen möchte. Du musst mich Hashtag, du musst mich nicht ordnen, ich bin geordnet. Hashtag, du musst mich nicht ordnen, ich bin geordnet. Hashtag, ich fühle mich gemobbt. www.youright.de. Kannst du morgen in der Sendung anrufen? Ich rufe morgen an. Ich wollte mich aus über dich. Ja, ruf an. Ruf an, du fühlst dich gemobbt von wem? Von Marokkanerinnen. Grundsätzlich, per se. Per se. Per se. Nein, also wenn ich Musik mache, will ich es richtig machen. Es ist auf jeden Fall im Plan. Mhm. Und wenn es dann soweit ist, dann werde ich damit rausposaunen. Aber jetzt momentan ist ich habe eine ganz ekelhafte Frage hier. Laksho schreibt mit Shukri am Anfang. Shukri, frag mal Senna bitte, ob sie noch Kontakt mit Bushido hat. Sie waren früher mal zusammen. Okay, ey, das ist so geil. Ey, das ist so geil, weil ich würde gerne das mal klären. Du warst Bushido? Nein, das ist alles Quatsch. Ich hab nur gevögelt. Nein, auch nicht. Sag doch nicht so. Ich frage doch nur. Sie ist Prinzessin. Ich bin Moderator. Ich muss Journalist. Ich will das mal klären. Der Punkt ist einfach, ich werde so oft wegen dieser einen Geschichte gefragt und auch gedoggt und gemobbt und was weiß ich. Hör mal, der war bei Popstars gewesen bei uns im Haus und ich bin von Natur aus ein sehr schüchterner Mensch. Okay, Punkt, aus. Würdest du niemals denken? Aber wenn es wirklich ist, wenn ein Typ vor mir steht, nein, aber wenn ein Typ vor mir steht, der wirklich Kommando hat und wirklich sagt, okay, da und da, bla, 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 bin ich schon eine, die wird zu kleinem Kätzchen. Okay, der Bushido kannte ich schon davor, also Ennis kannte ich schon davor, bevor er zum Popstar-Haus kam. Also kannte man sich so flüchtig, ne, aus der Hip-Hop-Szene. So. Ich hatte nie was mit ihm, ich war nie mit ihm zusammen, wir waren nie befreundet, ich habe nichts gegen ihn, Punkt aus, damit die Geschichte endlich geklärt wird. Und wenn, ihr fragt ihn doch selber, er wird euch original dasselbe sagen. Ich war nie mit ihr zusammen, ich hatte nie was mit ihr und ich habe auch nichts gegen sie. Wir sind cool, jeder macht sein Ding und all good. Also, sagst diesen Typ, wie heißt der? Laksho. Sagt alles. Okay, alles klar. Laksho. Okay, wir sind dann vom Bushido, kommen wir doch mal zu deinen Ex-Kolleginnen. Mit welchen, davon hast du noch Kontakt? Hey, ich habe sehr selten, also mit einer habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr. Mit welcher? Fragezeichen. Ich darf keine Interviews über sie führen. Ich habe wirklich Probleme und das wollen wir alle nicht. mit Bar habe ich... Hashtag, I'm sorry. Mit Bar habe ich flüchtigen Kontakt, aber coolen Kontakt. Also ihr geht's gut. Ich weiß nur, dass sie ihre Mucke rausbringt. Wobei ich sagen muss, ist nicht so meins, weil ich finde, die war so süß früher einfach. Die war so goldig. Sie hat jetzt einen neuen Style, ist nicht so meins, aber trotzdem supporte ich sie und wünsche ihr alles Gute, weil sie steht dahinter und sie ist wirklich really fleißig, das Mädchen. Darf man nicht sagen, also sie bemüht sich und man darf nicht vergessen, sie kriegt nicht den Support, den die, ich darf keine Interviews über sie geben, kriegt sie nicht wie bei der anderen. Sie kämpft sich durch und... Interessant. Ja, also sie macht es wirklich gut und meins ist es nicht nochmal. Aber wie gesagt, wir schreiben uns. Ich habe ihr letztes Mal zum Geburtstag geschrieben. Oh, cool. Aber es ist nicht mehr so wie vorher, auf gar keinen Fall. Also, es gibt ja noch sehr viele Monroes Fanseiten noch, ne? Ja. Und ihr habt ja eine große Community noch. Ja, haben wir. Da bin ich auch sehr dankbar, wirklich. Das, die unterstützen euch auch, ne? 100%. Wird es irgendwann? Also, Im Leben nicht. Ich weiß schon, welche Bitte, bitte, Frage. Also, okay, pass auf. Sorry. Sagen wir mal so, ich hab einen Bekannten, ne? Ja. Der hat viel Geld. Sagen wir mal, der würde Im Leben jetzt nicht. Viel... Ah, hör auf! Okay, nimm mir eine Summe. Du weißt doch gar nicht, worum es geht. Nimm mir eine Summe. Red mir mal Fakten, nimm mir eine Summe. Aber für wie viel Geld müsstest du bekommen? Damit ich mit denen ein Album mache? Ja. Wie viel? Tour. Und du müsstest mit... mit einem in einem Zimmer schlafen? Ja. Okay, eigenes Zimmer. War das so schlimm? Nein, es ist nicht schlimm, es ist einfach nur vorbei. Es war eine tolle Zeit, bibabo, boom, shakalaka, boom. Und es ist vorbei. Und es ist einfach, jeder geht sein Ding. Aber wenn du mich fragen würdest, wie viel, und wir machen eine Tour zusammen und weiß ich, ja dann... Okay, für 100.000. Da stehe ich nicht mal auf. 250.000. Im Leben gehe ich nicht ins Studio. 250.000. Was meinst du, was ich für meine Show bekomme, ha? I'm sorry. Okay, excuse me. Okay, geh weiter. Okay. Excuse me. Nein, excuse me. Ich würde niemals, jetzt um die Sache rund zu machen. Jeder ist käuflich. Ja, yeah, I'm just saying. Natürlich, jeder ist käuflich, aber ich würde niemals Musik machen, weil ich, also mit der Band, weil ich Geld brauche. Das würde ich nicht machen. Außer, kommt jemand von der Ecke und sagt, ey, ganz ehrlich, Senna, du kriegst 3 Millionen, die anderen kriegen ein bisschen weniger. Das ist wichtig. Dann würde ich sagen, okay, let's talk also about für business. Wichtig ist, dass die anderen weniger bekommen, ne? Ja? Wichtig ist, dass die anderen weniger bekommen. Ja, aber ich sag ja nur,
ein bisschen weniger. Du, hier ist die Tasse. Also, ein bisschen weniger. Das sind die Bilder. Nee, nee, mach doch mein Handy. Du musst andere Seite nehmen, damit Logo im Bild ist. Ach so, okay. Was macht ihr da für Sachen? Ernst? Ach so, okay. Hi. Aber wie gesagt, nein. Mhm. Mit der Band auf gar keinen Fall. Ich finde, die Mädels sollen mal erstmal ihr Ding machen und was macht ihr denn? Hört mir eigentlich jemand zu? Wir hören dir, ich höre dir immer zu, seitdem du hier bist. Ja? Aufmerksam. Okay. Nein, ich bin nicht käuflich. Das habe ich 3 Millionen, gesagt. Also bist du käuflich? 3 Millionen, ey. Würdest du für 2 machen? Nein. Doch, würdest du. Ja, okay. Aber ey, jeder wird's machen für 2 Millionen. Für 2 Millionen? I'm sorry, da muss ich ein bisschen singen und... Ich nicht. 2 Millionen. Du würdest dich für 2... Ey, ganz ehrlich! Für 2 Millionen! Schukri, du würdest für... Ganz ehrlich, du würdest für 2,50 €! Niemals in meinem ganzen Leben. Du für 2 Millionen würdest du mal Sex machen mit einem Mann. Niemals in meinem ganzen Leben. Natürlich würdest du. Ruhe, aber sag keinem, der mich kennt, Bruder. Bist du hässlich? Du warst der Come on Everybody gesungen hat, Bruder. Ich aber, ich hab nicht Sex mit einem Mann gemacht für 2 Millionen. Hab ich das etwa getan? Ja, du würdest aber. Ich niemals in meinem ganzen Leben. Ja, ich weiß nicht. Du warst im Dschungelcamp, Bruder. Ja, und? Ich hab nichts gegessen. Warte mal ganz kurz. Bitte. Bitte! Was, im Dschungelcamp? Ja, bitte! Okay, erzähl! Bitte erzähl! Bitte erzähl! Was bitte willst du? Bitte erzähl! Frag Melanie, wie der Hoden geschmeckt Wen hat. Wen hast du am meisten gehasst? Ich habe eigentlich gar keinen gehasst. Oh, mehr. Bitte sag doch mal die Wahrheit. Also, okay, nicht hasst, also nicht gemocht. Mich am meisten, es hat mich schon am meisten genervt. Also... Oh, ich liebe das. Ja, also Larissa nicht. Boah. Die war eigentlich freundlich. Frauen lieben lästern, ne? Ich läster doch gar nicht. Das ist Tatsache, das ist eine Wahrheit. Ey, ganz ehrlich, du gehst mir mal richtig auf die Nerven. Kriegst du die mit sich, ich mach's ernst. Und dann könnt ihr ihn für 30 Euro nämlich kaufen. Guck mal, die Zuneigung einer Frau erkennst du oft daran, dass die Emotionen wild durcheinander fahren. Bullshit, das wird dir im Kindergarten beigebracht, Das werden tolle Kinder. Das werden tolle Kinder. Das wird dir im Kindergarten beigebracht. Das werden tolle Kinder. Entschuldigung, darf ich kurz was sagen? Im Kindergarten wird dir genau das beigebracht. Kommt schon raus, macht Stress. Mama, er hat mich geschubst und hat mich beleidigt. Nein, Baby, er mag dich. Er ist nur insgeheim in dich verliebt. Du hast recht. Das ist deine Sendung. Das ist Bullshit, Mann. Er ist nicht das ist nicht die verliebt. Sendung. So das geht es los. Ja, wer ist Domian? Ihr macht nicht Fick Domian. Ist vorbei, Domian. Jetzt mach mal das raus jetzt hier. Seine meine Musik? Ja. Mach mal lauter. Guck mal, die ist so glücklich. Die du so bist glücklich. Mein Bruder. Wir lieben uns. Hör auf! Du, ich hab keine 3 Millionen. Warum nicht? Ja, Afrat muss sagen. Süß, schön. Ich liebe diese Musik, die ist so elfenhaft. Ja, ist sie auch. Wie ein Schmetterling. Aber du hast eigentlich recht mit dem, was du sagst. Natürlich habe ich recht. Aber das habe ich gar nicht gemeint. Ja, aber du hast der emotionale Zustand hat nichts mit dem zu tun, was man sich verbal oder... Ich stehe nicht auf dich. Doch, tust du. Und sogar wenn es so wäre, kann ich nichts dafür. Ich stehe nicht auf dich. Ich glaube dir. Tust du. Aber ich stehe nicht auf dich. Das Problem liegt bei dir. Du stehst auf mich. Ja, das möchtest du gerne. Guck mal, ich habe ein MacBook. Ich bin einfach Moderator der Mitte. Du bist mein Bruder. Eigentlich bist du mein Bruder. Du stehst 100% auf mich. Natürlich. Klar. Was? Und weißt du was? Und wenn er jetzt Ja sagt, macht dich das geil. Was? Und wenn ich jetzt Ja sage, was bringt das, ändert das? Ja, nicht. Also stehst du auf sie. Guck mal, ich nehm's doch zu, Bruder. Dann sag doch die Wahrheit. Dann sag doch. Schukri. Wenn sie fragt... Dann sag's doch. Schukri. Wenn sie dich fragt, würdest du ihr geben? Für 3 Millionen. Nein, jetzt sag doch mal. Du würdest 3 Millionen bezahlen. Jetzt sag doch mal. Du stehst auf mich. Würdest du ihr geben? Sag mal wirklich... Mit der Mütze bist du süß. Oh, guck mal, da geht's los. Mit der Mütze bist du süß. Die Mütze ist noch zu haben. Nur die Mütze? Die Schukri süß an Seller für 30 Euro. My Boschi einfach eingeben bei manybuy.com und dann, boom, Chakalaka, da kommt der Chief Rucker Rocking Rhymes. 30 Euro. Er findet mich süß. Ja. Aber Schatzilein, ich werde dir das Herz brechen. Nein, ich bin von innen. Aber du weißt ja nicht, vielleicht alle ist, wissen das. Vielleicht alle wissen ist Schukri am besten, fantastisch. Mir kann man wie nicht alt ist mehr Schukri? Helfen. Bitte was? 12. Wie alt bist du? Was schätzt du denn? 12. Mr. Lover, Lover. Sag mal ehrlich, wie alt bist du? Was denkst du? Die alten Spiele. Glaub ich, was bist du von Sternzeichen? Machst du das auch? Oh, was niemals. Hier? Was passiert hier gerade? Ich bin Steinbock und du? Wassermann. Oh, die sind so verletzlich. Die sind eigentlich sehr nah am Wasser gebaut. Ja, und Freigeister. Du kennst dich voll gut aus. Ja, total. Ehrlich? Hast du keine Freundin? Bitte? Nee, keine Freundin? Leider nicht. Warum hast du denn keine Freundin? Ich weiß Freundin? Nicht. Ich hab immer Angst, mich anderen gegenüber zu öffnen.
Oh nein. Ist er süß. Wie alt bist du denn? 12. Und du hast keinen Freund? Doch. Und der kommt gleich rein, haut dir aufs Maul. Sehr gut. Sehr gut. Da bin ich! So geht das nämlich, meine Freunde. Schön. Aber ich finde es echt romantisch, die Stimmung und die Musik. Wir haben auch Musik dazu. Ja, spielt die Musik. Damit wir müssen. Das höre ich häufiger. Das höre ich häufiger. Ja, du bist so früh gekommen. Du bist so früh gekommen. Spielt die Musik bitte ein. Ich finde das. Jetzt kannst du wieder gehen. Du kannst wieder gehen. Du kannst wieder gehen. Du kannst wieder gehen. Senna, ich finde es total schön. Ich muss jetzt. Wir machen nochmal da weiter mit dem Freund. Aber ohne diesen komischen Weg nach rechts. Besser nach links gehen. Ha? Das ist wie bei Bauer sucht Frau. Und du bist Steinbock? Bauer sucht Frau. Wer ist der Bauer, ist die Frage. Wer ist der Bauer von uns? Ja, ich bin Steinbock. Und du? Ich bin Wassermann. Was machst du sonst so? Du kannst es nicht. Ich schwöre, du kannst es nicht. Ich schwöre, das geht nicht. Ich schwöre, du kannst es nicht. Es geht anders. Setz dich mal bitte hin. Ich bin doch nicht so einer von diesen Playern, von denen du redest. Ich zeig dir mal, wie es geht. Setz dich mal hin. Ich mach das für dich. Guck mal, so läuft das, Jungs. So wird man, so fühlt man sich, wenn man klar gemacht wird. Also ich bin jetzt ein Typ, ja? Du bist die Frau. Okay. Rollentausch. Hey. Hi. Ich habe eine Frage. Warum ist diese wunderschöne Frau... Oh, wie schlecht! Ganz alleine hier. Ich will dich nicht unsicher machen, aber ich frage mich, wo ist dein Mann? Warum bist du hier so alleine? Der ist gerade nur auf Toilette. Der kommt gleich rein. Sehr gut. Siehst du, ich habe von ihr gelernt. Aber du hast Vorbild. Mit mir geredet. Ich habe mit dir geredet und du warst Vorbild. Aber du hast es kaputt gemacht, weil eigentlich hätte die Geschichte anders gehen sollen. Also, wie wäre die denn eigentlich gelaufen? Die wäre so gelaufen, dass du sagst, du kannst nichts! Du kriegst das doch nicht mal hin! Du kannst gar nichts! Du bist ein Niemand! Ich hab du kannst gesagt, nichts! Frauen mit Emotionen nichts. Durcheinander, du das geht hin nichts, und her. Nichts, nichts! Gar nichts! Okay, nichts. Du hast recht! Nichts! Du hast recht! So, jetzt wieder, du hast recht! Music Deal. Achso, ja, hallo. Okay. Wir sind hier beim Music Deal. Hallo. Du sitzt morgen hier. Okay, stimmt, ja. Boah, Bruder, was ist das? Eigentlich Killer bis jetzt beste Sendung meines Lebens. Du weißt gar nicht, wo wir sind. Ich schwör, du musst. Du bist so Marokkanerin, du darfst mir nichts sagen. Siehst du? Irgendwas aus dem Zusammenhang ratzen. Guck, wie sie das trifft. Oh, das hat sie getroffen. Dir ist aber schon klar, dass du gerade Lügen verbreitest. Oh, oh. Du bist halb Algerierin. Oh, oh. Genau. Halb Marokkanerin. Genau. Dann darfst du mir halbe Sachen sagen. Nein. Die einzige Marokkanerin, die mir was sagt, ist meine Mutter. Oh, Nein. Ich bin halb Marokkanerin, halb Algerierin. Batsch. Und weißt du was? Grrr. Ich mach dich fertig. Grrr. Ohne etwas zu sagen. Es reicht nur ein Blick. Bam, bam, blam, blam. Blam, blam. Meine Musik läuft. Sister Senna. Genau, Start. Morgen. Morgen. Back on track. 20 Uhr bis um 22 Uhr könnt ihr mit mir live chatten und mir alle eure Fragen stellen. Und ich freue mich so sehr auf euch, wirklich. Und es gibt wirklich wichtige Fragen. Eine wichtige Frage beispielsweise, stimmt es tatsächlich, dürfen marokkanische Frauen marokkanische Männer nicht sagen? Frage Nummer 1, die morgen beantwortet wird. Das war nur Spaß, Mann. Ja, es stimmt. Frage Nummer 2. Es stimmt, warte. Hm? Es stimmt in der Öffentlichkeit, aber zu Hause weht ein anderer Wind. Zu Hause weht ein anderer Wind. Ach. Guck mal, der marokkanische Kameramann freut sich richtig übertrieben gerade, ja? That's the point. Und so wird's richtig gemacht. Morgen in der Sendung wird auch geklärt um 20 Uhr. Was ist das, Senna? Steht Shukri wirklich so sehr auf Senna? 100%. Dass er heute Nacht nicht schlafen kann. 100%. Du wirst nicht schlafen können. Shukri hat eine ganz extreme Versteifung und die nur Senna lösen kann. Entschuldigung, ich habe mal eine Frage an dich. Ja? Eine Blockade. Seit wann haben wir dieses sexuelle... Ich habe gar nichts Sexuelles, eine Versteifung, er ist verkrampft. Nacken. Wieso denkst du dabei an Sex? Weil du sehr zweideutig bist. Du bist Versteifung ist umgangssprachlich Blockade. Du bist zweideutig, weil dieses Lächeln... Aber du, warum hast du so schmutzige Gedanken? Nein, ich möchte daran nicht teilhaben. Dreh dich bitte nicht um. Morgen um 20 Uhr bis zum 22 Uhr auf www.gedanken.com. Senna ist back on track und ihr könnt mir eure Fragen stellen. Ohne diese zwei hier. Und ich frage mich eigentlich, wir hatten die härtesten Knast-Hip-Hopper-Gangster hier auf diesem Stuhl. Wir hatten bestimmt 200 Jahre Knast schon. Und die schlimmste ist die Senna. Ich? Es geht um Sex, es geht um Männer, es geht um... Meine Mütze! Um erigierte Glieder, um Mützen, also auch noch Verhütungsmittel. Ich? Und Shukri hat große Verhütungsmittel auf dem Kopf. Ich? Warum habt ihr beide Mütze? Das Entschuldigung, macht euch doch zu einem Mütze gibt es nur einmal und ihr könnt die jetzt kaufen für 30 Euro. Und euer Geld geht auf jeden Fall zu einem guten Zweck.
Ja, also. Drei Hilfsorganisationen, ein Herz für Kinder. Ein Herz für Kinder, Welthungerhilfe und natürlich Red Ribbon. That's the point. So, dahin geht das Geld und My Bosch ist eine ganz tolle Aktion. Denkt dran, hier den Häkelguide, den bekommt ihr natürlich auch. Einfach in die Suchleiste My Bosch reingeben oder auch Senna. Dann findet ihr trotzdem Senna und die Mütze oder die Mütze und Senna und sie kostet 30 Euro und das Geld geht weg. Die Mütze. Weg. Ja, die findet man natürlich auch. Ja. Ich finde es eine ganz tolle Aktion und ich werde es probieren. Angeblich, Beneise sagt, der Comedian von Rebel Comedy, dass man da ganz entspannt ist. Du sagst das auch, dass man von... Ey, ich sag dir, es ist super. Ja. Und glaub mir, es werden noch mehr Promis dazukommen. Mit den eigenen Mützen. Und by the way, heute Abend häkelt ein berühmter Tatort-Schauspieler häkelt man dann so im Kreis. Ja, ne? Und es ist wirklich entspannt. Also du häkelst und deine Gedanken werden frei. Aber dann wird's doch ein Topflappen. Und du bist ruhiger. Wenn aber jemand jetzt von diesen Promis eine Mütze häkelt, ne? Bitte? Wenn jemand von den Promis eine Mütze häkelt und die kommen nicht weiter, könnte ich morgen auch anrufen? Mann, ich mag dich immer noch nicht. Ja. Bruder, du warst da dran. Merkt euch das. Jetzt wieder nicht lügen, weil du hast die nächste Ansage. Du hast 11 Meter gehabt vor Tor. Du bist so anstrengend. Du hast 11 Meter vor Tor, ohne Torwart. Du musst nur noch reinschießen. Ich verschieße daneben. Du stehst auf 5 Meter davor, nicht 11. Er ist so anstrengend, dieser Typ. Ey, ganz ehrlich, du bist wirklich anstrengend. Aber ich glaube, du stehst ein bisschen auf schwierige Typen. Nee, überhaupt nicht. Auf was für Typen stehst du? Ruhige, die sollen es mal auf halten. Auf was für Typen stehst du? Die sollen einfach die Fresse halten. Ja, auf was für Typen stehst du? Ja, ich will einfach einen Typen haben, der ruhig ist, gechillt ist und der weiß, was er will. Das und Gegenteil von dir also. Ja. Ich tue jetzt es toppen. Ich mag dich nur nicht. Ja. Ich kann dich nicht mehr hören. Oh, ja, ja, ja. Aber ich musste die Mütze ausziehen und endlich abgeben an denjenigen, der die kauft. Wenn du mich einmal anfässt, ich schwöre, die Psyche. Nein, ich fasse dich nicht an. Es war ein Glaube, wenn anfasst, ihr euch beide anfasst. Guck mal, was Frauen missinterpretieren alles. Frauen missinterpretieren alles. Du musst die Mütze ausziehen. Sie sagt, fass mich nicht an. Nein. Sie weiß, welche Mütze Bruder, ich bin. Bruder, niemals in ganzen Leben. Oh, der deutsche Menschen. Endlich mal ein normaler Mensch hier. Hey, warum? Hier ist richtig Stimmung. Ach so. Ja. Oh, so das ist unser Gentleman. So macht man das! Nur Besuch im Hause, denn Mola ist wieder zurück. Ja! Echt? Ja, an dieser Stelle, komm, der Bartmann. Guck mal, das meine ich nämlich. Was denn? Sein Gentleman. Du treibst immer. Nein! Aber er hat auch ein riesiges Genital, deswegen darf er. Ich weiß es nicht, das weißt du. Ist das so? Viel wichtiger. Du weißt es, ich weiß es Passt nicht. Du? Nee, alles gut, mach weiter. Bist du Zauberer? 15, ja. 20:15 Uhr, also direkt nach der Sendung geht's weiter hier mit tollem Modeschmuck. Oh, bis zu 60% reduziert. Was gibt's denn? Zum Beispiel Thomas Sabo. Wahnsinn! By the way. Hab ich auch, anguck! Thomas Sabo. Original Thomas Sabo. Yeah. Davon gibt's jetzt gleich ganz viel und vieles mehr um kurz nach 8 bis zu 60% reduziert. Geil. Das war's schon. Aber kannst jetzt gehen. Okay. Ja, ciao jetzt. Tschüss. So, wer hat den eigentlich reingelassen? Ne? Wie bitte? Warum habt ihr den denn eigentlich reingelassen? Auf zum Bubble. Der kommt immer einfach vorbei, der ist Stalker. Aber nee, hat sich so eingebürgert. Aber ihr seid auch eine soziale Einrichtung. Das ist wie in Neuss. Ja. Kennst du Neuss? Kontakt Erftal war Jugendclub. Ja? Kann jeder rein. Ja. Musik machen, so ist das hier auch. Ist euch eigentlich auch gefallen, dass wir heute gar keine Videos gespielt haben? Glaube ich eins, ne? Oh Gott. Ja. Ey, ist es immer so, wenn Gäste herkommen? Nee. Heute ist es sehr spaßig. Normalerweise kommt der Gast so bei 40 Minuten, also nach 20 Minuten rein für 40, aber du bist 60 Minuten bist du drin, du bist komplett drin. Wir haben einfach Ablaufplan so. So, sie kennen im Ablaufplan. Sie kennen im Ablaufplan. Was Ablauf? So, den brauchst du auch nicht, oder? Was Karte? Gib mir, ich will werfen, ich will auch werfen. Werf weg, die Hier, was Ablaufplan? Ablauf. Wir haben keinen Ablauf. Wir machen Money. Song. We don't need no Ablauf, yeah. Welchen Song machen wir? Einen Song? Oh, komm, bitte mal Joe DeCee! Backstreet Boys! Oh! Joe! No! Nein, Backstreet Boys! Backstreet Boys? Mach Backstreet Lass Boys! Lass Joe, wer ist auch nicht Welches denn? Bitte! Don't wanna be a player? Noch eins darfst du dir wünschen. Backstreet Boys. Welches Lied? Kann man nicht, das gibt GEMA-Gebühren. Na gut, dann halt nicht. My heart. Ist das jetzt meine Musik, die da läuft? Genau. Du bist lauter? Kann ich nicht. Die ist schon jetzt ein Lied spielen. Das ist Senna, das ist lebendig. Wir bleiben unter 3 Sekunden, das geht Das ist rein. Schön, das ist lebendig, das ist süß, das ist da.
Da einfach. Okay, reicht. Aus, 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 bitte, aus, danke. Ey, ganz ehrlich, du bist so voller Hass. Warum? Nein, mir ist einfach egal. Warum bist du so voller Hass? Wieso magst du mich nicht? Machen wir. Denk nein, aber warum habe ich, was habe ich dir getan, dass du mich nicht magst? Ich möchte am Ende ein bisschen singen. Bei Frauen. Aber, okay, aber danke. Warum hast du, warum? Sei nur so ein bisschen singen. Was singst du denn gerne? Ein bisschen mitsingen. Mach mal so. Sing doch einfach vom Herzen, frei heraus. Und Vogue. Over the rainbow, where skies are blue. Guck mich an, wenn ich mit dir singe. There's a dream that I'm dreaming. Once in a lullaby. Oh, und jetzt die Marusha-Version. Das war ganz toll. Ja, hast dir gefallen? Ja, total super, aber damit kannst du mich nicht beeindrucken. Fuck you, echt? Fuck you einfach. Ich schwöre, fuck you. Ich mein's ernst. Ich versuch's die ganze Zeit, aber fuck you. Ich hab gar keinen Bock, mit dir zu cool zu sein. Denkt an den emotionalen Zustand einer Frau. Ja, ne? Und übrigens, du solltest Angst haben, weil wenn meine eigene Show läuft, bist du raus. Raus! Da, aber ich darf mal vorbeikommen und rausgeschmissen werden. Ja, ich komm auch vorbei und werde rausgeschmissen. Nein, du bleibst. Er wird rausgeschmissen, er wird gehen, er wird sowas von gehen. Sie freut sich wieder. Der emotionale Zustand einer Frau. Ich kann nicht mehr. Was ist los, Mola? Warum bist du los? Nächste Woche haben wir eine ganz normale Sendung. Mit dem normalen Menschen. Dann, also eigentlich ist es keine normale Sendung, sondern es gibt eine absolute Premiere. Also du warst heute eine Premiere, aber nächste Woche was ganz Premierehaftes. Wie der Sender damals. Wie der Sender damals. Genau wie Premiere damals. Boah, gute, super Bruder. Rapper. Rapper, Rapper, Rapper. Und zwar live sind wir unterwegs vom Daniel Negroni-Konzert. Wer? Wo denn? Wo sind wir denn? Daniel Negroni. Gibt's da noch? Daniel Negroni, ein ganz großer Star. Köln im Luxor. Da muss ich ja gar nicht hier hinkommen. Da müssen wir ins Luxor fahren. Gibt's dann, kannst du mal, wieder mal Daniel Negroni. Gibt's dann auch Dings? Gibt's dann auch Publikum? DSDS hat er gemacht und hat immer so bunte Haare. Wie heißt der? Daniel Cronones? Nee, Cojones. Er hat Cojones. Ah. Negroni. Ah, ah. Daniel Negroni. Und der singt? Ach so, der singt? Ja. Und der singt gut? Der hat einen coolen Track, ne? Der hat echt einen Dünne. Genau. Der ist so ganz dünner. Ja, der ganz dünne. Ich hab den schon gefunden. Mach mal einen Track, warte, weil ich weiß nicht, wen du meinst. Doch, du kennst ihn. Der hier ist das. Ja, guck mal, siehst du, da ist er. Der sieht aus wie Life AJ von den Backstreet Boys. Wow. Yeah, everybody. Ich finde, der sieht aus wie AJ. Verhaftet wegen sexy. Oh yeah. Das ist doch dein Fall, Mola. Nächste Woche live die Sendung aus dem Kölner Live-Konzert, aus dem Luxor, Daniel Negroni live on stage und wir sind live dabei. Wir zeigen das Konzert, wir machen ein bisschen Sendung, ich weiß noch nicht genau, wir zeigen hinter den Kulissen. Wir werden Daniel Negroni versuchen nackt zu zeigen bei Manny Bai, endlich mal ein Skandal. Erwischen dann Senna in der Umkleidekabine zusammen mit Daniel Negroni, wie sie wilden marokkanischen Tee trinken. Wow. Kannst mit du den leckerer machen? Pfefferminze. Und Daniel Negroni ist natürlich der Teemeister. So, wir werden jetzt nochmal am Ende unserer Sendung kommt naturellement unser Selfie auf ganz entspannter Selfie, Basis. Oh, Selfie, warte ganz kurz. Komm, Shukri, rein ins Bild. Darf ich rein, Senna? Ja. Oh, guck mal, das macht er. Darf ich auch in die Mitte? Na gut. Wo ist das? Aber warte, ich muss gucken, ob es meine Schokoseite ist. Warte ganz kurz. Schokoseite. Yeah. So, morgen einschalten. Okay, super. Das sieht voll gut. Nee, das löscht du. Das löscht du auch, das löscht du auch. Das löscht du auch, das löscht du auch. Das bleibt. Okay. Perfekt. So, also. So, nein! Wo ist Cedric, komm. Nein, Rutsche, schnell. Der! Ich will ihn nicht dabei haben. Doch, Cedric muss dabei sein. Okay. Komm, Cedric, komm rein. Yeah! Korrekt. Cedric, komm ab wieder. Raus jetzt mit dir. Raus. So, das war's. Bis morgen. Wie, schon vorbei? Donnerstag. Nein. Du bist morgen. Jetzt geht's weiter mit Cedric. Und denk dran, dranbleiben. Es gibt Thomas Sabo. Schmuck, darf ich mal? Hier ganz hübsche Sachen. Und morgen Senna um 20 Uhr mit ihrer neuen Sendung. Sister Senna is back on track. Sister Senna is back on track. Also, das ist der neue Guide hier bei Manny Bai. Vergesst Domian, der war gestern. Senna ist heute und morgen kommt sie. Live. On track, on stage. Vorbei. Mannybai.com präsentiert jeden Donnerstag um 19 Uhr Music Deal mit Mola Adebisi und seinen Gästen.
live auf www.manybuy.com. Music Deal. Mittendrin statt nur dabei. Manybuy.